Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Fort Strong angegriffen mit einem BT-Bird und Paladin Dancer an unserer Seite und unserer Power-Rüstung. Wir haben einen Super Behemoth, ach, da war noch eine Flasche, verdammt. Einen Super Behemoth, also Super Mutanten Behemoth erledigt und ja. Haben den ersten Stock, also Erdgeschoss hier gereinigt und jetzt stehen wir auch vor einem Aufzug und guck mal, wo uns das hinführt. Ja, Paladin Dance. Ich weiß, du hast so deine Probleme mit Aufzügen, aber mach jetzt keinen Scheiß. Danke. Jetzt nur die Ruftaste. Sehr gut. Er hat schon wieder gemacht. Der Typ kann einfach nicht in Aufzügen drin bleiben. So, ein Lasergewehr wie ich. Okay, meins ist aber besser. Okay. Boah, der erinnert mich voll an den Turm. Den ganzen Supermutanten. Ich hoffe, jetzt wird nicht so eine gleiche Erfahrung. Ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Ja. Lauf jetzt nicht wieder irgendwo. Ist er drin? Okay. Lauf jetzt bitte nicht hier wie blöd herum, ne? Mir jetzt beim Schleichen besser geworden. Hab gesehen ein Magazin. Ich meine, hallo. Eine 10 Tonnen Rüstung. Schleichen, kein Problem. Ja, im Klo gefunden, geil. So feindlich. Ich soll erstmal nachgucken. Das war natürlich sehr gut. Halt die Klappe, Mann. Oh nee. Aua, aua, aua. Was krieg ich schon? Autsch! Schon wieder so ein Typ mit. Oh. Er ist so ein Typ mit so einem richtig überpowerten Gewehr schon wieder. Oh nee. Das bleibt nicht so einfach. Das ist ja einfach, aber. Na, pumpen wir uns mal Medics rein, würde ich sagen. Warum habe ich den Mist dabei? Ein guter Soldat braucht so einen Mist nicht, um aktiv zu bleiben. Klappe. Warte, ich glaube, wir werden verfolgt. Alter! Ja, ich werde schon wieder hier getötet durch irgendwas. Der Hund. Ah! Boah, mit dem Typen ist vorbei. Den schaffe ich doch nie im Leben. Schaffe ich nicht. Kann ich dir jetzt schon sagen. Guck sie einer an.
Die Waffe, ne, die geht mir so auf den Nerven. Das hat der letzte auch schon. Ah, ja toll, ja, kommen wir nicht weiter jetzt. Oder wie? Ah. Habe ich schon Medics jetzt benutzt? Ich weiß es gar nicht. Na, tun wir mal meinen Helm auch noch ausrüsten. Und soll, habe ich jetzt Dings aktiviert oder nicht? Ich glaube nicht, ne. Das Zeug ist Gift. Je eher du das erkennst, desto besser. Was? Wer da sein? Was? Solch eine Technologie zu entwickeln, ist eine verloren gegangene Kunst, die die Bruderschaft wieder aufgreifen möchte. Oh mein Gott, echt? Wir haben vielleicht ein Problem. Und das. Dieser eine Typ mit seinen scheiß Dingen, ne? Warum muss mir dauerhaft Schaden machen? Boah. Bei Simplex habe ich eigentlich noch. Der Typ ist unfair. Ja. Den kann ich doch nicht besiegen. Mann, so ein Dreck wieder. Ich wusste, er wird genauso schlimm wie im Turm. Habt ihr einen so einen Typ mit so einem Kack Laser-Muskete, was auch immer das ist, und zieht mir dauerhaft so einen Schaden ab. Boah. Das Ding in sie ab Psycho, genau. Und tut mir leid, aber was brauche ich? Ist mir doch egal, Lanz. Habe ich irgendwelche Minen? Ja. Diese Ausrüstung ist nicht ohne Grund hier. Finden. Ja, aus, warum? Was das? Was ist das? Ah, Kacke. Irgendwann habe ich getötet, sehr gut. Ja, nie im Leben den legendären getötet. Autsch, oh mein Gott, guckt euch das an. Ja, zweimal getroffen und ich bin tot. Was ist das für ein Scheißdreck? Weil ich kann ja irgendwie nichts strategisch machen, ne? Ich kann ja nur wie blöd da reinrennen, ne? Ich kann nichts machen. Die stehen alle da. Ja, schleichen kann ich auch nicht. Wir sollten dieses Gebiet gründlich nach technischen Dokumenten und Vorkriegsartefakten absuchen. Kann ja nichts machen. Ist ja nicht so, als könnte ich mich irgendwie hier so rumschleichen oder so. Aha. Also da ist einer mit einem Raketenwerfer, da kommt gleich einer mit einem Ding. Geh mal weg da.
War weg da. Ja, jetzt kommt der wieder und macht uns fertig. Ja, ich bin schon tot. Der hat mich jetzt zweimal getroffen. Ich bin tot. Was kann ich jetzt nicht machen? Also kacke, ich habe keine Chance gegen die. Ich muss jetzt hier einen auf Feige machen. Also kacke. Hier liegt ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Solange nicht wissen, wie ein Aufzug funktioniert. Also ist auch kacke. Wenn ich jetzt hier hochgehe, stehen die direkt vor mir, ne? Wäre ja noch schöner jetzt. Aber seid ihr jetzt alle wieder da weg? Kann sogar so ein bisschen funktionieren. Es war übelst billig, aber ich habe keine Chance gegen den. Er macht mich mit zwei Schlägen fertig. Super. Finden wir raus, warum. Niemand gehört, ne? Lass die Waffe in Sicherheit. Warte, komm her, ich hab noch. Ähnlich im Pulsgranate hier. Da, ich bin tot. Bin tot. Anders kann ich das nicht schaffen. Hat. Aber nicht meine Rüstung ist auch noch kaputt. Sieh mal, wie viel Schaden die machen, ne? Gehen wir nochmal da hoch eben. Ist man nämlich ein Fatman mit für allergrößte Notfälle. Ist auch voll schwachsinnig. Kommt da einmal mit zwei Schlägen und mach mich fertig. Dann für den Dreck. Ich weiß, es ist billig, aber das schaffe ich denn nicht. Solch eine Technologie zu entwickeln, ist eine verloren gegangene Kunst, die die Bruderschaft wieder aufgreifen möchte. Ich muss hören. Das geht doch nicht. Ich
geschickt. Okay. Wir kriegen zu viel Strahlung ab. Wir müssen hier raus. Was, wo? Das macht mich einfach fertig, ey. Da hat so viel Abziehen, ey. Oh, mein Raketenwerfer ist. Ich hab da jetzt gar keine Chance mehr. Ich hab keinen Medics und da sowas. Boah, das ist schon wieder übertrieben, finde ich. Also, ich gehe mit einer Power Armor rein, ne? Und der denkt sich einfach. Genau wie in Fallout 3 ist das. Genauso ist halt in Fallout 3. Da drüben, Zugriff! Ja, mach den platt. Was ist das? Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Bin mal gespannt, was du für eine Waffe hattest. Perfekt. 26, willst du mich? Das Ding hat nie im Leben so wenig abgezogen. War mit zwei Schlägen weg. Oh, das hat eine Verarschung. Ich mich entschieden, meine Power Armor anzuziehen. Hätte ich wahrscheinlich nach einem Schlag schon. Bin ich schon drauf gegangen. Gibt es ja wenigstens irgendwie. Weiß ich nicht. Eine Wackelpuppe oder irgendwie so hart. Bitte. Schon lange keine mehr gefunden, fällt mir auf. Er nimmt Einzel. Man, wo wir geht hier noch weiter, ne? Genug von diesem Ort. Muss ich nicht schon wieder so eine billige Strategie benutzen? Oh, was ist denn Dance? Ne, schon wieder. Gehst du denn extra dahin? Entschuldigung, Paladin Dance. Sieh dir den Laden mal an. Du musst. Ich habe nur getan, was Ältester Maxen verlangt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Nun, es ist schön zu sehen, dass du dich nach Art der Bruderschaft um sie gekümmert hast. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du hast mich daran erinnert, wieso ich das alles mache. Danke, Bruder. Es tut gut zu wissen, dass du dir meinen Rat zu Herzen nimmst. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren und mit Maxen sprechen. Ich
Bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Ja, und ab, hallo? Der haut einfach ab. Boah. Ja, dann konnte ich hier noch ein bisschen weiter. Jetzt hier noch ein paar Mutanten umlaufen, ne? Nur so einen kleinen Sprung gemacht, Mann. Und viel Metall, Stahl. Sehr viel Stahl, deswegen muss ich auch mit Schraubenzieher und so einen Dreck mitnehmen. Hier ging es aber noch weiter runter irgendwo. Ja, hier. Also einfach nicht nachgucken, ne? Und dann abhauen. Ah, okay. Ist ja nicht. Also nicht irgendetwas? Ich kann mir schon vorstellen, hier sind die ganzen Mini-Atombomben drin, aber. Trotzdem nicht mal so eine kleine Belohnung noch. Für all den Dreck, den ich hier durchleben musste. Also wir sind noch nicht mal in den Raum hier reingegangen, ne? War ich schon, ne? Scheint immer nichts zu sein. Dann können wir wieder zur Priven gehen. Und glaube ich wieder ein Level abholen, ne? Na, ich hoffe nicht jede Bruderschaft-Mission läuft so, weil wir gegen legendäre Typen kämpfen müssen die ganze Zeit. Das wäre nämlich total doof. Wir haben auch 23 Minuten. Nehmen wir noch ein paar Sachen müllmäßig mit. Gehen wir wieder. Ja. Aber als nächstes tue ich das skillmäßig mal das Meister verbessern. Oder überhaupt nehmen. Weil Rüstung, ja, würde ich auch gerne verbessern können, damit ich mir aushalten kann, damit sowas hier nicht wieder passiert. Dafür muss man ja auch die Power Armor, um die Power Armors hier zu verbessern, muss man auch Rüstmeister haben. So, dann hauen wir mal ab. Ja, Level 24 schaffe ich. Level 25 kann ich, glaube ich, Dingens hier irgendwann aufleveln. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, irgendwas zu modifizieren, weiß ich jetzt nicht. Irgendwas, was ich schon hatte. Da muss ich mir irgendwann mal ein paar Skills aussuchen, die ich auch noch weiter. Also nicht weiter, aber überhaupt mal anfange hier zu. Das ist noch nicht abgeschlossen, verdammt. Ich anfange muss. Vielleicht mal so ein paar höhere Skills, die so ganz unten sind. Aber dafür muss ich meinen Status erhöhen. Vielleicht hole ich mir mega kritische Treffer. Ja, mal gucken. Hatte ich in Fallout 4, 3. Da waren kritische Treffer irgendwie so normal noch. Zufällig. Ich glaube, tatsächlich machen wir nicht eine Bruderschaftsmission. Warte mal, wechseln, der war hier, ne? Oder? Wo ist denn der jetzt schon wieder? Er ist schon wieder weg.
könnte ich so darunter schützen, er ist so verlockend. Oh, das Ding wie eine Tonne. Oh. Sei gegrüßt, Ritter. Ja, du mich auch. Ich meine, hi. So. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Ich weiß. Es war eine Ehre, für die Bruderschaft zu kämpfen. Es freut mich, dass Sie das so sehen. Denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Okay. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Okay. Danke, Ältester. Ich werde Sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, natürlich, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealths sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Da komme ich an. Frage, ne? Wo fange ich an? Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. Gut. Okay, speichern, sehr gut. Dann leveln wir mal auf. Und holen uns, das kann ich nicht, ne? Deswegen muss ich was anderes mal nehmen, zum Beispiel Rüstmeister für Rüstungen. Das könnte auch nützlich werden irgendwann. Ich will auf jeden Fall alles so bauen können und so. Wir sind ja erstmal bei der Hälfte des Levels hier angelangt, also wird noch, ist noch viel, was wir machen können. Habe ich jetzt überhaupt eine Mission bekommen? Ja, ne? Was? Okay. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal hier das. Ja, da kann ich ja nicht machen. Und das hier, ne? Ja. Das Museum der Hexerei können wir auch machen. Dann sage ich, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.